Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Dieser Wochenspruch verbindet für mich Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt in einem. Auf den ersten Blick ist es makaber, was hier formuliert wird. Wenn ich erhöht werde von der Erde, nach dem Johannesevangelium spricht Jesus hier sein Kreuz an. Am Kreuz wurden die Hingerichteten, Verurteilten ein gutes Stück über der Erde an den Kreuzbalken geschlagen, damit sie von Weitem zu sehen waren. Sie wurden also erhöht, damit viele sahen, wie hier jemand grausam stirbt. Schließlich diente so eine Kreuzigung der Abschreckung. Bei Johannes ändert sich dieses Bild. Am Kreuz ist Jesus schon ein Stück Gott näher. Jesus ist vom Himmel auf die Erde gekommen, damit wir Gott besser begreifen können. Gottes Wort ist Fleisch geworden, so formuliert er es. Gott kommt als Mensch zu uns, damit er sichtbarer für uns wird. Er zeigt sich in Jesus, er zeigt seinen Willen und seine Liebe. Nun am Kreuz ist seine Mission vollendet. Er ist wieder auf dem Weg zurück zum Vater. Jesus erklärt am Kreuz, sein Werk ist vollbracht und stirbt. Jesu Weg kommt zum Ziel. Später haben die Jünger und frühen Christen viel darüber nachgedacht, wie dieses Kreuz Jesu zu verstehen ist. Und sie haben den Tod Jesu als ein Opfer verstanden, in dem unsere Sünden, also alles, was uns von Gott trennt, überwunden werde. Heute vielleicht ein schwieriger Gedanke. Braucht Gott so ein Opfer, um Sünden vergeben zu können? Mir ist hierbei zweierlei wichtig. Erstens, Gott spricht zu allen Zeiten so, dass es die jeweiligen Menschen verstehen können. Damals war es nun mal in allen Religionen üblich, mit Opfern Sündenvergebung zu erhalten. Und wir können feststellen, die frühen Christen haben verstanden, Gott vergibt uns durch das Kreuz Jesu, ohne dass wir Opfer bringen müssen. Und zweitens, Gott und Jesus sind nicht voneinander zu trennen. Gott opfert sich für uns auf, er erträgt es, wenn wir im Übel mitspielen. Das können wir am Kreuz erkennen. Bei Johannes ist Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt nahe beieinander. Im Kreuz steckt schon die Überwindung des Todes mit drin. Am Kreuz beginnt Jesus schon zu seinem Vater zurückzukehren. Und wir sollen, wenn wir auf den Lebensweg Jesu bis hin zum Kreuz sehen, erkennen, dass Gott Gemeinschaft mit uns haben möchte. Eine Gemeinschaft, die auch über den Tod hinaus gilt. Jesus möchte uns zu Gott hinziehen. Das Kreuz ist zu einem weithin sichtbaren Zeichen geworden. Es soll uns an Jesus und Gott erinnern. Und es dient dabei nicht der Abschreckung, sondern im Gegenteil der Einladung. Gott möchte uns zu sich ziehen.